Rustam, ja? Wo sind wir denn hier? Bad Kölzig. Es gibt ein großes Problem. Es gibt leider keinen McRib zum Frühstück. Ja, immer weitermachen und immer den Blues nicht vergessen. Das machen wir. Dankeschön. Super Sound und super geil. Wir sind unterwegs. Wieder und wieder. Es hört nicht auf. Wir sind in der... Also, wir sind in Leipzig, aber wir fahren nach... Bad Belzig. Bad. Wie? Belzig. 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 Und have a special guest tonight. Alex. Guten Tag. Guten Tag. Würdest du dich bitte kurz vorstellen, unseren Zuhörern und Zuschauern, dass sie wissen, mit wem sie es hier zu tun haben? Ja, guten Tag. Ich bin der Alex. Ich betreue die Jungs heute am Ton und versuche das Bestmögliche zu machen, dass die Jungs einfach nur glücklich sind. Wo mischst du sonst? Kann man dich mal in dein Mischpult erleben? Ach, sonst überall. Überall. Hast du nicht gesagt, hier, du kommst aus Einburg? Ich komme aus Einburg, genau. Du bist doch oft mit den Rockers unterwegs, oder? Ab und zu mal, ja. Ja. Mit wem? Rockers. Aus Einburg. Und du machst für die Musikwerkstatt, hast du mir erzählt. Genau, für die Musikwerkstatt. Einburg betreuen wir das Haus Rex Einburg. Wir sind ein gemeinnütziger Verein und wir unterstützen Jugend zum Verein. Cool. Das klingt sehr gut. Dass wir auch mal, sag ich mal, ein Konzert machen können und eine Veranstaltung, wo wir halt mit der Planung helfen, Organisation. Sehr cool. Halt mal deinen Finger so ein Stück hoch. Weil das ist die Stelle, wo wir dann den Link zur Musikwerkstatt einfügen werden. So. Und hier fügen wir jetzt den Link von den New Hornets ein. Oh. Bing. Und hier zum hier, ja. ihr macht Drums auf die Show. Einfach so, weil. Ja. Weil, was die Leute, die werden wahrscheinlich gar nicht verstanden haben, gerade was Rustam gesagt hat. Wenn man das schnell, wenn man das, was er schnell gesagt hat, wenn man das langsam sagt, kommt raus Yamaha Drumset Official. Yamaha Drumset Official. Einfach, oder? Ich habe übrigens festgestellt, dass ich auf den Videos immer so am Stocker sitze, wenn mein Bart krabble. Aber erst seit du den Bart trägst. Aber erst seit ich den Bart habe, genau. Ich muss mir das abgewöhnen. Nee, das ist normal. Ich mache auch immer so. Und so, besonders wenn ich nervös bin, so mache ich das. Scheiße. Na, weg! Ich würde gerne heute eine neue Setliste schreiben, beziehungsweise ein bisschen ausdünnen, weil wir spielen heute 2x45 Minuten. Das ist nicht viel und da können wir mal gucken, ob wir vielleicht ein bisschen was zusammenbasteln können. Ich habe dazu Zettel mitgebracht. Rustam, du kannst schreiben. Ich kann nicht gleichzeitig filmen. Warum hast du so viele Blätter genommen? Das ist offensichtlich für ganzes Leben. Wartet. Nee, das macht Sebastian. Oder was? Ich filme. Aber ich brauche was. Damit die. Du kannst hier meinen Laptop als Unterlage nehmen. Dafür habe ich den eigentlich nur gekauft. Man da super gut drauf schreiben kann. Das schreibt sich ganz gut. Ich habe da gleich mal eine Frage an das Publikum, also an die Leute, die das jetzt schauen. Die Leute. Die Leute, sagt man eigentlich 5 oder 5? Rustam, sag mal 5. Was? Die Zahl 5. Sag mal noch. 5. Kannst du langsamer sagen? 5. 5. Aber viele Leute sagen 5. Es sagen ja auch ganz viele Senf statt Senf. Senf. Ja, oder Hanf. Seitdem Hanf. Was alle aber richtig sagen, das ist Mampf. Mampf. Da sagt niemand Manf. Und ein zweites sagt: You shake my nerves and you rattle my brain. Great Balls of Fire ist das. Liza Jane. Ich sage gleich. Hit the road, Jack. Stand by me. Move it. Smoke on the water. Davor Highway to Hell. Hachi, Gesundheit. Danke! Spasiba. Ja, davor kommt Johnny Be Good. So, jetzt haben wir noch 2 freie Slots, oder? Kann sich der Peter noch was wünschen?
dass er schon immer mal gerne in Bad Belzig spielen wollte zum Altstadtsommer. Vielleicht für ihn. Hallo, wie geht's? Das ist Manipulation meines Gehirns. Ja. Ich habe keinen freien Willen. Ich entscheide mich für Faith in the Roadcheck. Und du darfst ja auch einen Song aus unserer Setlist wünschen. Du hast es ja schon einmal gemischt vor 3 Monaten. Ich glaube, das hat mich einfach überrascht. Du darfst dir bewusst dann noch einen wünschen. Ich habe schon. Ah, das hat Peter gedacht. Na, dann ist Peter dran. Stand by me. Gleich nach dem Roadcheck. Das ist gut. Das gefällt mir. Ja, das ist okay. So einfach haben wir das gelöst. Ah! Frage! Und wir haben noch eine Meldung hier von der B2, die wird aktuell immer noch zwischen Krossitz und Hohenossig immer mal wieder kurz gesperrt wegen Bergungsarbeiten. Bergungsarbeiten? Zwischen? Hast du gar keine Berge? Hallo ihr Lieben, und dann ist da ein Platz, wo man dann die, die man grüßen möchte, einfüllen kann, den New Hornets. Ich bin ein Fan von ihnen und würde mich sehr freuen, wenn sie mir 2 Autogrammkarten handsigniert, Fotos könnten, schicken, rausschicken, suchen könnten. Wenn sie mir das beiliegende Porto für Fotos signieren könnten. Ich würde mich freuen, wenn sie mir meine Wünsche erfüllen könnten. Vielen Dank, mit herzlichen Grüßen aus Polen. Jackal P. Cool. Cool, oder? Ist diese Autogrammjäger großer Verein. Ja, ich frage mich, woher der uns kennt. Also wie der auf uns aufmerksam geworden ist. Oder kennen die sich alle untereinander? Oder haben die so eine Datenbank? Und wenn der Erste, wir haben das jetzt nämlich schon öfter gehabt, dass die Leute uns anschreiben wegen Autogrammkarten. Wenn dann einer damit angefangen hat, müssen das dann andere auch machen, weil die dann denken, oh ja, wenn der jetzt die Autogrammkarten von New Hornets hat, dann brauche ich auch welche. Sind die vernetzt untereinander? Vielleicht kann uns das jemand mal beantworten, diese Frage. Vielleicht kennt jemand einen Autogrammjäger. Meine Theorie ist ja, das ist wie so ein bisschen Glücksspiel. Du sammelst einfach von jeder Band, die sich neu gründet, und zwar jeder, egal, von jedem kleinsten, nicht mal Berühmtheit, sondern potenziellen Berühmtheit, die es vielleicht mal werden könnte. Von jeder Band, von jedem Schauspieler, von jedem Theaterschauspieler sammelst du einfach ein Autogramm und ein Foto vielleicht und irgendwas in der Hoffnung, dass in der Zukunft, in 5, 10, 20, 15, 20, 25, 1000 Jahren, das was wert ist. Das ist meine Theorie. Also ich habe dich richtig verstanden. Du vermutest, dass es Leute sind, die einfach jeden anschreiben, der potenziell berühmt werden kann, damit die Autogrammkarte dann mal was wert ist. Stimmt das? Das glaube ich ja. Aber ich meinte, woher weiß dieser polnische Herr oder die Dame, dass es uns gibt? Also du möchtest gern, wenn ich dich richtig verstehe, herausfinden, woher der Typ oder die Frau, wir wissen es nicht genau, wie er uns entdeckt hat. Genau. Das kann natürlich viele Wege nehmen. Ich kann heute nicht sprechen, keine Ahnung, was los ist. Zu viel Kaffee oder zu wenig, irgendeins von beiden. Ja, ich hoffe ja, ich warte ja auf die Ersten, die uns nur besuchen, weil sie unsere YouTube-Videos gesehen haben. Sie sagen, ich habe immer geguckt, was ihr auf Fahrt macht, weil mir langweilig war. Und dann habt ihr in meiner Stadt gespielt und deshalb bin ich hergekommen. Ich weiß eigentlich gar nicht, was ihr für Musik macht, außer die Schnipsel, die ihr mal reinschneidet. Habe ich dich richtig verstanden? Du hoffst darauf, dass die Leute aufgrund dieser Videos irgendwann zum Konzert kommen, sich gar nicht für die Musik interessieren, sondern eher für die Menschen, die hier in dem Auto sitzen und miteinander reden. Wo sind wir denn hier? Bad Kölzig. Hallo? Bad Belzig. Egal. Bad. Das ist so ungefähr, kennst du das? Du warst saufen und deine Zunge fühlt sich früh ganz haarig an. Das nennt man Belzig. Belzig.
fühle mich pilzig. Du bist ja nur ein alter Hase im Showgeschäft. Ja. 74 Jahre alt. Ja, bin ich. Tut mir leid. Was kannst du uns als Newcomer-Band, ich meine, wir sind auch schon älter, aber wir spielen jetzt erst seit einem Jahr zusammen, so als Tipp geben, damit wir so lange wie möglich zusammenbleiben und immer, vielleicht sogar erfolgreich werden? Ja, immer weitermachen und immer den Blues nicht vergessen. Das machen wir. Dankeschön. Wir haben vor allen Dingen einen super Backstage mit Leckereien. Obst, Süßes, Kuchen, Schrippen, Pflaumen. Bitte keine Glasflaschen. Danke. Ja, so gut geht's jetzt hier im Bad. Gültig. Sehr gut. Wie heißt die Stadt? So, liebe Leute, in 5 Stunden fahren wir genau an dieser Stelle wieder los. Ja, nach Frankfurt. 2 Meter rechts. Ja, je nachdem, wo du jetzt parkst. Also jetzt kurz schlafen, dann Schlüpper wechseln und auf geht's nach Frankfurt. Sind gerade in die Günterstraße gefahren, früh um 5. Mit einem noch sehr gut gelaunten Taxifahrer nach 12 Stunden Schicht. Das ist sehr schön. Sehr gut gemacht. Und wie immer funktioniert die Visa nicht. Mal bitte den PIN eingeben. Jawohl. Warte, die wollen wir mit abfilmen. 1, 2, 3, 4. Sehr gut. Das sind die besten Passwörter, die es gibt und PIN-Nummern. Guten Morgen, Instagram. Du kannst ruhig dein Schlafkissen umlassen. Es ist früh um 5 und wir fahren jetzt nach Frankfurt am Main. Wenn die anderen nicht verschlafen haben, denn bis jetzt sind sie noch nicht aufgetaucht. Das wird aber noch. Bestimmt. 5 Uhr. Kein Abend. Es ist morgen früh. Und wir fahren nach Frankfurt. Hast du gut geschlafen? Sehr gut. Morgen! Ja, das war dieselbe Idee. Klar. Wir sind doch verrückt schon. Und gut geschlafen. Ja, und du? Ja. Und du? Guten Morgen. Liebe Sorgen. Da ist er wieder, der Thomas. Scharmützel. Und? Was dann? Ich würde dich ja fragen, ob unser letztes Video etwas gebracht hat und du nun bei den Frauen besser ankommst, aber
Es ist noch gar nicht hochgeladen. Also es weiß noch niemand, dass du Single bist. Aber wenn ihr das jetzt guckt, ist das andere schon hochgeladen. Also es wird langsam... Das ist ja dann wie zurück in die Zukunft. Rustam richtet sich's gemütlich ein. Mein Vorschlag war ja, einer könnte ja auch hier unten im Fahrraum schlafen. Ja, das ist wie so ein Doppelstockbett. Einer unten, einer oben. Genau. Let's dance. Let's dance. Hallo. Moin. Wenn ihr jetzt dieses Vlog-Video seht, dann habt ihr aber das Let's Dance-Video schon gesehen. Und wenn nicht, müsst ihr es euch gleich angucken. Das ist super toll. Rustam hat... Link ist hier. Link ist dort, genau. Hier. Aber was für ein Link soll dort eingeblendet werden? Das möchte ich auch mal wissen. Früher könnte man bei YouTube so klickbare Links einbauen, aber... Das geht nicht mehr. Das geht nicht mehr, glaube ich. Falls das jemand besser weiß, bitte schreibt uns in den Kommentaren, wie man klickbare Links bei YouTube einbaut. Sind nicht sehr weit gekommen, mussten erstmal tanken. Aber besser ist nicht, dass wir wieder stehen bleiben. Was ist denn hier los? Scheiße, wir sind auf A9. Wir sind out of gas. Ja. Rustam, du musst jetzt ordentlich schlafen, dass du jetzt zurückfahren kannst. Ich kann nicht am Tag auf der Autobahn fahren. Ich kann nur nachts fahren. Follow me to the other side. I assure you this game's over. I can smell the fire from over here. I'll pull you even closer. I promised and never before. Follow me to the other side. Leave all your words behind. If you go adrift, I'll tell you lies and pull you even closer. I promise than ever before. Hold on now, hold on now. We can change, we'll evolve overnight. Overnight. Liebe Freunde, Roberto Blanco. Rustam hat gefragt, ob es ein Reggae-Star ist. Das ist richtig. Ist das ein Reggae-Star? Blues. Kannst du das bitte nochmal in die Kamera sagen? Naja, ich habe gefragt. Reggae, Blues. Cool. Jetzt an dieser Stelle wird Peter das Bild, was wir gemacht haben, mit ihm auch mal einblenden. Und wir singen dazu. Ein bisschen Spaß muss sein. Jetzt muss auf jeden Fall ein Roberto Blanco-Lied auf unsere Spotify-Playlist. Ja, los! Wer die noch nicht gehört hat, The New Hornets auf Spotify, gibt es eine schöne Playlist von Peter, eigentlich von uns allen, wo jeder immer mal ein schönes Lied, was ihm gefällt oder durch den Kopf schwirrt zurzeit, draufstellt. Schaut euch die Liste an. Sehr, sehr krasser Musikmix. Eine Mischung aus allem, was Peter, ich und Rustam so an Musik gerne hört. Viel Spaß. Achso, jetzt geht's zu McDonald's. Frühstück. Aber es gibt ein großes Problem. Es gibt leider keinen McRib zum Frühstück. Ja, man kann nicht die normalen McDonald's-Dinger bestellen. Man kann nur die Frühstücksdinger bestellen. Ich bin, das ist kein Witz, alle wissen das, also in der Band, dass ich bin zertifizierter und diplomierter Masseur. Ich habe 3 Jahre in Spa-Salon gearbeitet und die Leute massieren. Du hast in einem Spa gearbeitet? Mit Happy End? Ohne. Also ja, am Endeffekt, das war keine Skoliose, keine Osteochondrose,
bronchiale Asthma und so weiter und so fort. Also, das ist doch Happy End, oder? Ja, was dann? Ja, ja, ja. Wirklich, die haben so Flyer verteilt. Flyer verteilt. Ja, wirklich. Geto, wo sind wir? Frankfurt. Richtig geile Mucke. Richtig geile Mucke. Du bist ans Wasser hinten. Die Leute laufen vorbei, von links und rechts, und bleiben stehen und kommen rein. Ja, genau, ja. Muss ich sagen. Und im Hintergrund die Skyscraper ist richtig fett. Dankeschön. Richtig fett. So muss richtig das. Den Leuten erzählen, dass Sebastian heute sich bei Somewhere Over the Rainbow im Intro, wo ich singe und er alleine Gitarre spielt, so dermaßen verspielt hat. Das kenne ich gar nicht von dir, Sebastian. Was fangen ist los? Wir jetzt schon an, die Fehler aufzuzählen. Was ist denn los, Sebastian? Ich habe nur 1,5 Stunden geschlafen. Gilt das als Ausrede? Mein Gehirn konnte sich nicht reinigen in der Nacht. Sebastian, wann bist du denn aufgestanden? 2.30 Uhr bin ich wach geworden. Weil sich der Schlüssel in der Wohnungstür drehte. Und ich weiß nicht, ich habe so ein Gehör, wenn ich schlafe. Das kleinste Geräusch klingt wie, als wäre das übel laut an meinem Ohr. Und dann geht die Tür auf. Und dann kann ich nicht mehr schlafen, weil dann habe ich Gedanken. Dann, oh, hoffentlich verschläfst du nicht. Na, jetzt kannst du ja noch eine Stunde schlafen. Oh ja, los. Nee, geht nicht. Verstehe ich dich richtig? Jedes kleinste Geräusch weckt dich nachts auf. Ja, das habe ich von meiner Mama geerbt. Die hatte das schon und das war schrecklich, weil da konnte man sich als Teenager nicht wegschleichen nachts. Die hat das sofort gehört, du hast nur die Klinke angefasst und eine Klinke knarzt ja nicht laut, die macht dir so. Aber für meine Mutter, du hast die Klinke angefasst, wo willst du noch hin? Nirgends. Sebastian, habe ich dich richtig verstanden? Du hattest keine schöne Kindheit. Nein, da hast du mich falsch verstanden. Ich hatte eine sehr schöne Kindheit. Du durftest aber nie nachts raus. Das stimmt auch so nicht. Ich hatte eine sehr liberale Mama, die in 3 Schichten arbeiten musste und deshalb gar nicht überprüfen konnte, wann ich nachts rausgehe. Okay, jetzt ein Geheimnis. Warst du mal nachts heimlich draußen? Ja. Was hast du da gemacht? Ich bin manchmal in Güntersdorf heimlich durch die ganzen, was sind das, Terrassen und Gärten geschlichen und habe
irgendwelchen Blödsinn gemacht. Da lagen ja dann Feuerzeuge und Kerzen rum von den, in den Gärten von den Leuten. Und dann bin ich immer von einem zum anderen, habe geguckt, was da so alles in ihren Gärten ist. Und manchmal habe ich halt mit dem Spiritus rumgespielt, der da rumlag und so. Aha. Oh, das ist ja tolles Essen. Mm. Thomas, hat sich eine philippinische Spezialität kommen lassen? Kommen lassen. Erzähl mal, was das ist. Ich kann es nicht direkt aussprechen. Wir haben nur Englisch und Filipino gesprochen, beziehungsweise Sie haben Filipino und ich habe Englisch gesprochen. Was ich aber verstanden habe, es ist Hühnchen, Reis, Koriander. Koriander, Gurke, Sesam. Sweet Curry, Barbecue-Sauce oder so? Nee, ist nicht rauchig. Lass es schmecken, mein Freund. Dankeschön. Und wenn ich es schaffe, könnt ihr gerne mitessen. And I please you don't ask me what's on my mind. I'm a little mixed up, but I feel fine. When I'm begging, then I want best. My heartbeat so it scares me. The doors you judge in my face. Oh, what would you like? Will it show like a little chain of that hot? I'm proud to say that she's my buttercup. Wie gebucht, so bestellt und so geliefert, ja, kann ich nur sagen. Also den New Hornets müsst ihr für eure Veranstaltung buchen. Cool. Super Sound und super geil. Dürfen wir nochmal wiederkommen? Ihr dürft auch nochmal wiederkommen, selbstverständlich. Geil. Immer wieder gerne. Meine Herren, es war mir ein Vergnügen. Vielen Dank an der Stelle. Das war auch egal. Anliegen. Ich bin dann erstmal weg und euch eine gute Heimreise. Viel Spaß. Tschüssi, bis zum nächsten Mal. Bis hoffentlich zum nächsten Mal, ja. War mein Vergnügen. Danke für alles. Das war Yannick, der Betreuer für heute. Jungs, auf geht's. Schöne Heimfahrt. Ich bleib heute in Frankfurt. Ja, Jupp. 3,5 Stunden, dann sind wir in Leipzig. 3,5 Stunden seid ihr in Leipzig. Wie viele Kilometer? Es sind 383 Kilometer. Okay, gucken wir mal, ob genug Sprit drin ist. Ja, sieht so aus. Müsstest du schaffen. Wenn nicht, hast du ein bisschen Geld zum Tanken. Ja. Ich hab euch lieb. Kann ich zurückfahren nach Leipzig? Also so zurück. Die ganze Zeit rückwärts? Ja. Rückwärts. Ciao, ciao. Das war ein schöner Gig. Gag. Tschüss. Und da waren es nur noch zwei. Peter und Thomas sind in Frankfurt geblieben, um sich noch einen schönen Abend zu machen. Rustam und ich treten jetzt die lange, einsame Reise ein. Hallo Leipzig! I'm Slim Shady, yes I'm the real Shady. Also you are the Slim Shadys are just imitating. So would the real Slim Shady please stand up? Please stand up, please stand up. I'm Slim Shady, yes I'm the real Shady. Oh, you are the Slim Shadys are just imitating. So